Ich hab's doch nicht gekannt. Du. Ja, servus. Servus, die Kinder. Servus. 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 Wir sind einfach auf und davon. Ich hab das mehr. So, bitteschön, setzt euch nieder. Ja, wir reden gerade darüber, wie diese Simple-Revuen so entstanden sind. Wie war das eigentlich mit dem Titel, Hugo? Das war gar nicht so einfach. Beim Farkas hat jeder Titel nur drei Worte haben dürfen. Ja, aber wieso? Ja, einer zeigt mal, Sex ist Ex, wir sehen rot, wir sehen fertig. Fix und fertig. Vorwärts ins Gestern. Aber sag, warum war das eigentlich so? Vielleicht war der Farkas abergläubisch. Der war nicht abergläubisch. Du, wenn der einen Rauffangkehrer gesehen hat, hat er nur die Daumen so lange gehalten, wie er eine alte Frau, zwei Fensterpolster und einen Briefträger gesehen hat. Nach den Titeln haben wir nachgedacht über die einzelnen Sketche und geschaut, dass jeder von euch gut beschäftigt ist. Aber was das Komische war, dem Farkas war am meisten darum zu tun, dass der Maxi in jedem Bild auf der Bühne steht. Ja, wieso ist das? Ja. Ich weiß, ich habe ihn gefragt, ich habe gesagt, warum muss der Maxi in jedem Bild spielen? Sagt er, da darf man aus der Garderobe überhaupt nicht weggehen. Wenn der Maxi eben 5 Minuten Zeit hat, rennt er mal herüber ins St. Leitenkino, macht der Solo, nimmt die Marie und kommt mal zum nächsten Auftritt zu spät. Jetzt ist es heraus, das habe ich nicht gewusst. Ich habe geglaubt, weil ich so gut war. Aber ein Arbeitsverlag. Ja, muss man auch sagen. Er hat das Theater geliebt, er hat den Simpel geliebt. Ja. Und wenn er einmal nicht spielen konnte, es war am Karfreitag und am Heiligabend, ja, dann war er tot umgekehrt. Am Heiligabend war er besonders verloren. Der wusste doch nicht, was er schenkt, wem er was geben soll. Ja, da ist mir eine schöne Geschichte mit dem. Erzähl, ich mir zu Ziesi gekommen. Ja. Also, da hat er mir mal zu Weihnachten den zweiten Band von Fechtners Das europäische Drama geschenkt. Er hat gesagt, der erste Band ist vergriffen, den kriegst du nächstes Jahr zu Weihnachten. Im nächsten Jahr habe ich den vierten Band von Kindermanns Theatergeschichte gekriegt. So, ich habe den ersten von dem, den vierten von dem dazu, da gesagt, jetzt hast du alle drei. Jetzt hast du alle drei. Der Max hat gesagt, er war ein Arbeitsfanatiker. Ich glaube, der wollte gar kein Privatleben. Nein. Wir haben immer gesagt, der muss eine feuchte Wohnung haben. Wenn man bedenkt, wie lange wir an so einer simplen Revue gearbeitet haben, wie lange wir geprobt haben, da proben andere für den Faust so lange. Ja, die Leute haben bei uns mehr gelacht. Und von einer Präzision war der Mann, der war doch jeden Abend gleich. Nicht? Der hat auch nicht wollen, dass wir extemporieren. Da war er sehr böse. So private Spassetteln war er ja allergisch. Also, das können Sie sich erinnern an die Geschichte vom Ernstl? Die Geschichte mit dem Schlussgesang? Ja. Nein, da war ich nicht mehr da. Ja, Waldbrunn, ja. Also der war doch immer so, so viel Schnurren zu haben, so privat auch, ja. Ein sehr schrulliger Kauz. Und der hat eines Tages gesagt, pass auf, 120. Vorstellung. Die letzte. Noch schöner. Wir singen, also die Situation ist so, ganze Ensemble singt auf der Bühne das Finale. Kräftig mit 14 Stimmen. Warum hat das Finale geheißen? Weil das Finale gesungen wurde. Finale gesungen. 1-0-4 wohl, ja. No, und plötzlich sagt er, pass auf, bei dem Frühling in Österreich, bei dem Wort Österreich, hören wir plötzlich alle auf, das hatte jedem gesagt, nur nicht dem Farkas, ja. Und der Farkas allein wird mit der dünnen Stimme, mit der Haserigen weiter singen und wir werden lachen, weil der jetzt allein das Wiener Lied, Sievering, Britta, Frieda oder was weiß ich, ja. Na, wir haben uns gefreut schon den ganzen Abend, es passiert wirklich und jetzt die Reaktion ist merkwürdig. Humor scheint der privat also überhaupt nicht gehabt zu haben. Der war böse auf uns, ja? Der ist fortgegangen, der hat dich gegrüßt. Der Hugo und ich, sind ihm damals nachgelaufen. Nein, wir sind ihm ins Café nachgegangen und er sagt ganz traurig dort gesessen und gesagt, ich habe keine Autorität mehr. Ich bin ein alter Mann, er war wirklich verzweifelt. Ich glaube, der war einer der liebsten Partner. Und das muss man zugeben. Einer der Besten. Unbedingt. Also, an die Doppelkonferenz, wenn ich mich da erinnere, zum Beispiel, könnt ihr euch erinnern an die Briefträger? Ja.